Markus, grüß Sie. Herzlich willkommen. Wir sind ein bisschen. Ich hoffe, dass wir da jetzt niemanden überraschen oder überfallen haben. Aber ich denke, das ist ja in unser aller Sinne, dass wir schon starten. Seid ihr alle Startler? Sieht so aus. Okay. Dann können wir loslegen. Ja, herzlich willkommen auch an den Bundestrainer Joachim Löw. Gestern gut hier in der Stadt der Helden gelandet. Wie sah denn das Programm nach dem Spiel in Dublin aus? Was gibt's Neues zur Personalsituation? Ja, am Abend nach dem Spiel war natürlich jetzt nichts mehr zu tun, außer vielleicht ein paar Spieler, die leichte Blessuren hatten, so ein bisschen zu pflegen. Wir waren natürlich jetzt nach dem Spiel und gestern irgendwie alle enttäuscht und natürlich auch frustriert nach dem Spiel, dass wir nichts Zählbares in der Hand hatten, weil wir unsere Dominanz und unsere Überlegenheit in diesem Spiel einfach nicht ausgenutzt haben und keine Tore erzielt haben. Von daher war natürlich der Frust groß, dass wir so ein Spiel verloren haben. Aber ich denke, es ist nichts Dramatisches passiert. Wir waren enttäuscht, aber die Situation in unserer Tabelle ist ja so, wir sind Tabellenführer und wir haben alles in der eigenen Hand gegen einen Gegner morgen, der ja jetzt nicht zu den Top-Mannschaften in Europa zählt. Von daher sind wir nach wie vor selbstbewusst genug, um zu sagen, wir werden die Qualifikation aus eigener Kraft schaffen. Was die personelle Situation betraf, gestern nach dem Spiel war es natürlich so, dass wir alle auch ein bisschen geschockt waren über die Schwere der Verletzung von Mario Götze. Das hat man im Spiel oder in dieser Situation so nicht gedacht oder so auch nicht erwartet. Er hat schon auch einen Muskelriss in den Adduktoren und das heißt natürlich auch, dass er schon einige Wochen ausfallen wird. Und das tut uns natürlich ein bisschen leid, weil der Mario zuletzt ganz einfach auch wieder so nach ein paar Wochen des Frustes und der Enttäuschungen, die er erlebt hat, jetzt eigentlich auch wieder eine sehr gute Form hatte. Nicht nur bei uns, sondern eben auch bei den Bayern. Und von daher ist natürlich auch schade, dass er jetzt möglicherweise, denke ich mal, bis wieder alles dann geheilt ist und bis er wieder im Trainingsrhythmus ist, schon auch möglicherweise bis zur Winterpause ausfallen wird. Auf der anderen Seite war es gestern so, dass der Bastian Schweinsteiger wieder ein Lauftraining absolviert hat. Also seine Verhärtung in den Adduktoren ist ein bisschen zurückgegangen. Alles hat sich ein bisschen entspannt, sodass wir jetzt heute Nachmittag entschieden haben, dass er das Abschlusstraining heute Abend zumindest mal mit angeht und dass er eben das auch mal versucht. Eine Entscheidung, ob er spielen kann, können wir dann erst wahrscheinlich heute Abend oder vielleicht sogar erst morgen früh treffen, weil dann muss man sehen, ob die Belastung, die er dann eben auch tolerieren kann und ob er das Training auch vollumfänglich durchzieht. Und das weiß man heute noch nicht, jetzt Stand jetzt, aber es hat sich auf jeden Fall so gebessert, dass eine Hoffnung besteht. Gibt es denn spezielle Stellschrauben, Hebel, an denen jetzt nochmal gedreht wird, mit Blick auf morgen, taktischer Natur beispielsweise? Generell gibt es ja bei mir immer Überlegungen, klar, wo muss man ein bisschen was verändern, wo gibt es Stellschrauben, was können wir verbessern, einfach auch im Hinblick auf die nächsten Monate, auf die nächsten Jahre. Eines ist auf jeden Fall klar, dass an unserer Spielweise, an unserer Spielidee gibt es für mich persönlich überhaupt keine Zweifel. Da bin ich voller Überzeugung, dass wir so, wie wir das angehen, und wie wir das auch gemacht haben in diesen Spielen, dass das absolut der richtige Weg ist. Also da gibt es jetzt keine grundlegenden Veränderungen. Natürlich überlegen wir uns, was hat nicht funktioniert, was können wir besser machen. Ich glaube, dass wir jetzt in diesem Spiel, ja, zumindest in der Defensive, bis auf eine einzige Situation wirklich das gut gelöst haben, die Aufgaben, die wir vorher besprochen hatten. Einmal kam der Gegner durch und hat ein Tor erzielt. Das war aber nicht ursächlich für unsere Niederlage, sondern ich denke eher, dass wir es versäumt haben, aus dieser Überlegenheit dann einfach auch Kapital zu schlagen. Wir haben in vielen Spielen, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch diese gesamte Qualifikation nach der WM, dass wir einfach auch eine Mannschaft sind, die sehr viele Chancen rausspielt, aber auch sehr viele Chancen braucht. Ich glaube, wenn man so ein bisschen die Statistik bemüht, dann brauchen wir, glaube ich, 6 Großchancen, um ein Tor zu erzielen. Und das zeigt mir, dass vielleicht oder mit Sicherheit die Effizienz in unserem Spiel
im letzten Jahr nicht diese ist, wie vielleicht auch bei der WM, wo wir am Anfang gegen Portugal die Tore erzielt haben, aus wenigen Chancen gegen Frankreich, vor allen Dingen im 7-1 gegen Brasilien, fast jede Chance genutzt haben, um zum Erfolg zu kommen. Also im letzten Jahr fehlt uns Effizienz. Und das ist schon auch ein Thema, was wir angehen müssen, was man überdenken muss, woran können wir da arbeiten. Das ist natürlich auch eine Sache der Konzentration auf der einen Seite, mit jeder Chance so umzugehen, als wäre es vielleicht auch die einzige, die es gibt in einem Spiel, und dann zum Torerfolg zu kommen, weil mit jeder vergebenen Chance kommt natürlich auch so ein gewisser Frust dann manchmal hoch, wie im Spiel jetzt gegen Irland, ein gewisser Frust eben auch nicht in Führung zu gehen, und es lässt auch die Chancen des Gegners irgendwie wachsen. Der Gegner hat dann das Gefühl, in den 60. 70. steht es immer noch 0-0 und mit einer einzigen Aktion können wir das Spiel vielleicht für uns entscheiden. Also es führt manchmal bei uns zu so einem Gefühl im Laufe des Spiels, wir haben einige Chancen vergeben, es werden ja noch weitere kommen, vielleicht können wir dann die nächste nutzen, dann nutzen wir sie nicht. Und dann gibt es im Laufe des Spiels halt einfach auch so ein paar Situationen, wo wir vielleicht ein bisschen Frust haben gegen defensive Gegner, weil wir noch nicht in Führung sind. Also Chancenverwertung, Herausspielen von Chancen, letzte Aktionen im 16er seriös zu Ende spielen, das ist ein wichtiges Thema für uns, an dem müssen wir arbeiten. Die Spielanlage und die Spielidee ist hervorragend. Raumaufteilung, Passspiel überwiegend sehr, sehr gut. Aber wir sind im Moment nicht so tödlich für den Gegner, wie wir das schon waren. Jetzt sind wir hier in Leipzig, auch für den Bundestrainer ein besonderer Standort. Leipzig ist natürlich immer für uns, glaube ich, bei den Länderspielen ein wirklich toller Standort. Ich bin schon länger dabei und einige andere Spieler auch, die hier schon mehrmals gespielt haben. Denke mal so 2005, Confed Cup, Spiel um den dritten Platz mit einer super Stimmung im Spiel gegen Mexiko. Ein großartiges Spiel, 4-3, am Ende irgendwie nach Verlängerung gewonnen. Ja. Wir haben hier das ein oder andere Mal gespielt, was ich sagen kann. Wir freuen uns auf das Spiel morgen, gerade jetzt auch, weil es das entscheidende Spiel ist, dass wir das hier in Leipzig haben, weil wir eigentlich auch immer wissen, die Fans unterstützen uns hier wahnsinnig, darauf freuen wir uns. Und wir werden es morgen zurückgeben mit einem Sieg und werden die Fans sich freuen lassen. Ja, Ihre Fragen. Dirk Adam. Ich glaube, wir haben kein Mikro, oder? Doch, haben wir. Kleinen Moment, Dirk. Herr Löw, Sie haben gerade die fehlende Effizienz angesprochen vor dem Tor. Wäre eine Lösung, eventuell mit einem echten Mittelstürmer wieder zu spielen, wie eine Art Miroslav Klose damals? Die Namen sind jetzt so ein bisschen kursiert schon in den Medien. Mario Gomez, vielleicht auch Meier von Frankfurt? Ja, die Diskussion haben wir ja eigentlich jetzt schon seit vielen Jahren immer wieder mal. Wie spielt man denn eben auch in der Offensive? Das Allerwichtigste für mich ist immer mal, okay, wie schaffen wir es, Chancen rauszuspielen mit unserer Spielweise? Passen Spielertypen, ja, ganz bestimmte Spielertypen in unsere Mannschaft? Wie ist ihr Kombinationsspiel? Natürlich auch ihre Bewegungen, ihre Laufwege und so weiter. Die Spieler, die Sie genannt haben, die sind sicherlich, klar, haben ihre Qualitäten. Der Mario Gomez, das habe ich gesagt, den habe ich nicht abgeschrieben, weil es ein Spieler ist. Wenn der Selbstbewusstsein hat, dann ist dieser Spieler im 16er wahnsinnig wertvoll. Man darf aber jetzt nicht den Fehler machen, dass man glaubt, dass es an einem einzigen Spieler oder einem Spielertyp liegt. Mit hohen Bällen gegen diese Mannschaften, Schottland, auch Georgien oder Irland, wenn wir da jetzt beginnen, aus dem Halbraum oder irgendwie mit hohen Flanken zu operieren, dann machen wir irgendwie einen Fehler, dann haben wir irgendwie keine Chance, weil jede Mannschaft hat mittlerweile hinten in der Abwehr 3-4 Leute, die extrem kopfballstark sind. Und wenn man die Iren vor Schwierigkeiten zum Beispiel stellen will, dann ist viel besser, man spielt flach und man hat gute Laufwege und man hat ein schnelles Passspiel und gute Aktionen im 16er. Ja, also mit Kopfballstärke, mit großen Leuten, die im Kopfball stark sind, das ist die Brechstange. Aber da kommt man heute auch nicht mal irgendwie so richtig zum Erfolg. Kann mal eine Möglichkeit sein, ja. Aber die Spieler, die dann bei uns spielen, die müssen auch andere Qualitäten haben. Das ist mir wichtig, im Kombinationsspiel und so weiter. Wir spielen im Moment Chancen raus, das ist mal das Allerwichtigste.
Ja, und wir haben ja auch immer bewiesen bei den Turnieren oder wenn wir dann unter einem besonderen Druck waren, dass wir in der Lage sind, Tore zu erzielen aus unserem Kombinationsspiel heraus. Und von diesem Weg gibt es kein Abkommen. Ne? Aber natürlich, wenn ein Spieler wie jetzt Gomez in der Türkei, wenn die treffen, wenn der Selbstbewusstsein hat, kann der für uns natürlich auch sehr wertvoll sein, ja? In verschiedener Hinsicht. Absolut. Also da ist die Tür nicht zu. Aber wichtig ist für mich, dass ein Spieler auch aufgrund seiner Spielweise zu unserer Philosophie passt. Jochen, hattest du dich gemeldet? Jochen Stutzke, ja. Hallo, Herr Löw. Nochmal zu dem Vorwurf, Sie sagen, der Killerinstinkt fehlt. Die Spieler sind vor dem Tor vielleicht nicht so tödlich, wie sie mal waren. Wir haben jetzt in den letzten Tagen eben viel von Arroganz oder auch von Überheblichkeit gelesen. Wie gehen Sie mit dem Vorwurf um? Oder inwiefern kritisieren Sie das sogar bei Ihrer Mannschaft, dass dann vielleicht ein bisschen die letzten Prozent bei der Einstellung fehlen? Also generell würde ich jetzt mal sagen, dass man jetzt bei unserer Mannschaft wirklich nicht behaupten kann, dass irgendwelche Spieler abgehoben, arrogant sind oder völlig überheblich oder irgendwie weggedriftet sind. Das kann man ja bei unserer Mannschaft nicht sagen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir in Irland irgendwie was an der Einstellung vermissen ließen. Das Gefühl habe ich jetzt nicht gehabt. Die Mannschaft wollte schon auch natürlich gewinnen. Wir haben dann ein paar Fehler gemacht und sind ein bisschen fahrig geworden, durch den Frust kein Tor zu erzielen, gegen so eine Wand zu spielen. Aber mit Überheblichkeit oder Arroganz setze ich das nicht irgendwie in Verbindung. Unsere Spieler sind schon auch wahnsinnig professionell. Wenn ich jetzt dem Spieler sage, du musst effizienter sein oder du musst konsequenter sein, damit kann man ja jetzt relativ wenig anfangen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Konzentration eben auch zu schärfen gilt, diese Sinne zu schärfen gilt. Natürlich ist auch eine Trainingssache, wie stimme ich das Training ab, wenn ich die Mannschaft zusammen habe. Vor der WM haben wir gesagt, konsequentes Handeln, konsequente Torabschlüsse. Ja, daran haben wir gearbeitet, immer wieder jeden Tag. Und dann haben die Spieler auch durch Trainingsinhalte, durch Torabschlüsse, durch Situationen, wie wir sie simuliert haben, auch ein gewisses Selbstbewusstsein bekommen, eine gewisse Sicherheit. Jetzt ist eben so, dass man manchmal während den Spielen, zwischen den Spielen irgendwie keine Möglichkeit haben soll, diese Dinge auch ständig zu trainieren. Also müssen wir so ein bisschen in die Köpfe rein und müssen ein bisschen mit den Spielern jetzt einfach auch nochmal reden und die Konzentration schärfen. Ja? Aus dieser Überlegenheit sich nicht in Sicherheit wiegen und zu sagen, eigentlich spielen wir immer viele Chancen raus, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo wir eine machen. Und die Spieler müssen irgendwie begreifen, dass man mit einer Chance so umgeht, als wäre es die einzige und die allerletzte vielleicht in dieser Woche oder in diesem Spiel. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann werden wir auch die Tore machen. Die Mannschaft muss irgendwie lernen, dass es einfach auch gut ist, wenn wir am Anfang so viel Druck aufbauen und so konsequent mit den Chancen umgehen, dass man, wenn man am Anfang Tore erzielt, dass das den Gegner in Schwierigkeiten bringt. Und nicht, wenn man ein paar Situationen vergibt, baut man den Gegner auf. Also das ist jetzt eine Sache, vielleicht ein bisschen auch der Konzentration für morgen. Und natürlich auch der Trainingsinhalt, aber das ist halt dann auch nur mit vielen Wiederholungen möglich, um da Sicherheit reinzubringen. Aber unsere Spieler sind normalerweise, ja, man kann jetzt nicht sagen, dass der Marco Reus oder der Mesut Özil oder der Mario Götze, Thomas Müller nicht torgefährlich sind. Das sind ja schon Spieler, die, sagen wir mal, für diese Tore und für so Situationen stehen. Aber am Donnerstag war es einfach so, haben wir wirklich einige Großchancen liegen lassen. Auch der Thomas Müller, der normalerweise, sagen wir mal, solche Tore blind macht, wie seine Chance in der zweiten Halbzeit, aber es hätte irgendwie nicht sein sollen. Und der Gegner macht, wie beim Boxer, mit einem einzigen Lucky Punch, ja, gibt er uns den Knockout und wir sind K.O. Also das war sicherlich jetzt ein Spiel, das frustrierend war, aber ist nicht ganz bezeichnend für unseren weiteren Werdegang. Also, aber mit dem Spiel im letzten Drittel, habe ich schon mehrfach gesagt, müssen wir ein bisschen anders umgehen, müssen wir vor allen Dingen halt auch über Trainingseinheiten dann, wenn wir länger zusammen sind, da wieder ein bisschen die Hebel ansetzen. Herr Bleik.
Herr Löw, Stichwort Spiel im letzten Drittel, insbesondere in der zweiten Halbzeit fiel ja auf, dass die Außenverteidiger auch linke Seite selten mal versucht haben, wirklich zur Grundlinie zu gehen, sondern in der Regel, obwohl sie viel Platz hatten, immer wieder den Weg dann in die Mitte per Passspiel gesucht haben. Ist das eine taktische Vorgabe gewesen oder fiel es da vielleicht auch am Zutrauen oder an der Qualität einfach mal eins gegen eins zu versuchen, sich durchzusetzen, um dann Platz zu haben, den Ball flach einzuspielen? Eine taktische Vorgabe kann das ja jetzt nicht sein, dass man immer wieder den Pass zur Mitte suchen. Wir suchen natürlich mal den Pass zur Mitte, um eine Spielverlagerung irgendwie zu provozieren. Und klar, auf der anderen Seite, wenn der Gegner, wie es jetzt in Irland war, manchmal mit 9 oder mit 10 Leuten verteidigt, ist natürlich von riesigem Vorteil, wenn du irgendwie 1 gegen 1 Spieler hast. Also wenn du jetzt Costa hast oder Robben, die wirklich auch geschult sind, dahingehend in ihrer Ausbildung ständig 1 gegen 1 zu spielen, ist das natürlich ein Vorteil, weil dann kann man mal irgendwie die Gegner aufbrechen und mal irgendwelche anderen Lücken reißen. Aber unsere Außenverteidiger haben andere Qualitäten jetzt wie 1 gegen 1. Also von daher müssen wir versuchen, was der Jonas Hector ja zum Beispiel auch schon im letzten Spiel gemacht hat, über gute Kombinationen irgendwie in den Rücken der Abwehr kommen. Das bedingt, dass wir auch die richtigen Wege machen, andere Spieler vielleicht mal Gegenspieler wegziehen und tief gehen und. Aber ich kann jetzt vom Jonas Hector oder vom Matze Ginter erwarten, dass sie im Dribbling ihre großen Stärken haben. Das sind Spieler, die sind anders geschult und unsere Außenverteidiger haben eben auch andere Qualitäten. Diese Art von Spielertypen haben wir so im Moment nicht auf diesem ganz hohen Niveau. Also müssen wir ein bisschen anpassen und ein bisschen schauen, wie es in der Vergangenheit auch war, dass wir halt einfach auch über unseren Kombinationsfußball und über schnelle Ballfolgen und über richtige Laufwege den Gegner irgendwie versuchen zu binden und zu überraschen. Aber der Jonas macht seine Sache gut, aber er wird jetzt nicht der 1-gegen-1 Spieler wie jetzt der Costa. Stefan Hermanns. Herr Löw, weil gleich noch Manuel Neuer kommt. Welchen Eindruck haben Sie denn von den beiden jungen Torhütern, die zum ersten Mal zusammen im Kader sind und welchen Eindruck auch vom Umgang miteinander? Da gab es ja viele Geschichten drüber. Also was ich jetzt in 1-2 Trainingseinheiten gesehen habe, kann ich wirklich nur das bestätigen, was der Andi mir eigentlich auch schon immer wieder irgendwie vermittelt hat, wenn er die Torhüter speziell beobachtet im Training, machen beide Torhüter hinter Manuel Neuer einfach auch einen wahnsinnig guten Eindruck. Auch der Bernd Leno, der ist schon auch so ein Torhüter, der, wo man immer das Gefühl hat, der hält mal irgendwie sowas im Training auch, was eigentlich gar nicht zu halten ist, irgendwie einen unhaltbaren. Und er ist sehr athletisch und eigentlich auch sehr präsent im Spiel. Ich habe das Gefühl, obwohl er zum ersten Mal bei uns sehr selbstbewusst, über den Marc muss man jetzt ja, glaube ich, nichts Besonderes sagen, weil der Marc natürlich auch bei Barcelona spielt, aus der letzten Saison weiß man, was er alles im Tor leistet und wie er dann natürlich auch mitspielt, mit welcher Ruhe. Und ich glaube, dass wir da auf dieser Position die nächsten Jahre überhaupt irgendwie keine Probleme kriegen. Die haben wirklich große Anlagen. Was das Verhältnis betrifft zwischen den beiden, ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen ein Märchen. Also bei der U21 in Tschechien waren ja auch beide Torhüter nominiert. Und der Hansi war ja auch die ganze Zeit vor Ort. Der hat mir eigentlich dann auch hinterher berichtet, dass die beiden einfach auch ein ganz normales, respektables Verhältnis miteinander haben. Ne? Und das ist uns wichtig. Und im Training ist da überhaupt nichts, oder im Umgang miteinander jetzt überhaupt nichts von irgendwelchen Animositäten oder von einer Antipathie irgendwie zu merken. Also der Umgang ist völlig normal, professionell. Beide kämpfen natürlich um ihre Stellung hinter Manuel Neuer. Absolut, ist gut. Also der Konkurrenzkampf auf der Position ist sicherlich gegeben und von daher bin ich mit den beiden jetzt so in dieser Woche, was ich gesehen habe, sehr, sehr zufrieden. Christian Kamp. Herr Löw, wenn man ein bisschen zurückschaut zur WM beispielsweise, war es immer eine der großen Stärken der Mannschaft, dass sie auch auf der Bank noch 2, 3, 4 Leute hatte, die eine richtige Extraqualität reinbringen konnten. Sie haben während der WM von Spezialkräften gesprochen. Ist das was der Mannschaft inzwischen so ein bisschen abgeht, irgendwie so ein bisschen mehr Qualitäten noch aus der zweiten Reihe? Das glaube ich jetzt nicht. Ich meine, es ist immer irgendwie, sagen wir so, beim Turnier ganz besonders wichtig, weil das sind ja manchmal Niederlagen irgendwie nicht zu korrigieren. Wenn du im Achtelfinale verlierst oder im Viertelfinale, dann bist du weg, dann kannst du die Niederlage nicht mehr korrigieren. In der Qualifikation hast du die Chance, das zu tun.
Es gibt vielleicht der ein oder andere Spieler, der jetzt in dieser Saison noch nicht diese Form hatte wie vielleicht vor der WM, aber letztendlich haben wir schon Spieler wie der André Schürrle, wie der Karim Bellarabi oder andere Spieler, die, wenn sie reinkommen, der Ilkay Gündogan zum Beispiel, der ist ja gegen im September bei diesen Länderspieltagen dann in die Mannschaft gekommen und hat auch nochmal für frischen Wind gesorgt. Also diese Spieler haben wir schon. Das ist zugegeben, der eine oder andere Spieler hat nicht diese ganz große Form und nicht dieses Selbstbewusstsein. Aber ich glaube, dass wir hinten dran schon auch hinter der Mannschaft irgendwie, die normalerweise aufläuft, Spieler haben, die im Spiel Entscheidungen herbeiführen können. Und das werden wir auch wieder zum Turnier erreichen. Da haben wir genug Möglichkeiten und genug Potenzial, eben da auch im Laufe eines Spieles mal zu korrigieren oder für frischen Wind zu sorgen. Das haben wir schon. Jens Mende, erste Reihe, bitte hier. Herr Löw, nochmal vielleicht zur Aufstellung, zur möglichen Aufstellung zurück zum Georgien-Spiel. Gibt es denn irgendwelche, sagen wir mal, Schlüsse aus der Niederlage gegen Irland, die es nötig machen, auf der einen oder anderen Position neu zu besetzen? Und was planen Sie denn mit der Mittelstürmerposition, die da frei geworden ist? Na klar, da müssen wir sicherlich neu besetzen, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich jetzt mal sehen, ob Bastian Schweinsteiger spielen kann. Wenn ja, wenn er hundertprozentig fit ist, wenn er überhaupt keine Probleme hat, dann wird er natürlich auch spielen. Sobald irgendwie ein kleines Risiko besteht, dann wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber wenn er mir signalisiert, dass er voll belastbar ist, dann wird er natürlich auflaufen. Also von daher muss ich jetzt einfach mal ein bisschen abwarten. Es gibt aber jetzt, habe ich eingangs schon gesagt, jetzt nicht irgendwie grundsätzliche Überlegungen, irgendwie aufgrund des Ergebnisses in Irland irgendwie das oder jenes völlig in Frage zu stellen. Ja, und personell irgendwie einige Veränderungen vorzunehmen. Das Gefühl habe ich jetzt nicht, aber wie die einzelnen Positionen dann zu besetzen sind, am Ende wer aufläuft, muss ich mal sehen nach dem Abschlusstraining. Eigentlich haben wir vorne auch Spielertypen, die immer mal ihre Position gern variieren und flexibel sind. Ich kann nicht einen Spieler wie der Marco Reus, will ich auch nicht, oder der Mesut oder Thomas Müller immer an eine einzige Position binden, weil diese Spieler leben auch davon, dass sie eben durch Bewegung irgendwie sich Freiräume verschaffen. Also die Aufstellung, ja, werde ich heute Abend nochmal nach dem Abschluss nochmal überdenken und dann Entscheidungen treffen. Aber es gibt nicht viele Veränderungen. Dirk Adam nochmal. Herr Löw, noch eine Frage Richtung Irlandspiel. Beim Irlandspiel beim 0:1 hatte man jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass ein Spieler so ein bisschen das Heft in die Hand nimmt, beziehungsweise jetzt auch nicht in der Form war. Fehlt Ihnen ab und zu mal so eine Art Führungsspieler, gerade nach dem Ausfall von Schweinsteiger? Nein, das Gefühl, wenn man verliert, dann hat man natürlich immer das Gefühl, okay, von außen vielleicht, ja, welche Spieler haben jetzt irgendwie das Heft in die Hand genommen, welche Spieler haben das Spiel an sich gerissen. Also ich glaube, das Bemühen, das Unterstützen von den einzelnen Spielern, das war ja irgendwie vorhanden. Und natürlich haben wir Führungsspieler. Wir haben nach der WM 3 Spieler verloren, die schon auch prägend für die Mannschaft waren. Aber das ist jetzt ein Jahr her. Mittlerweile ist einfach auch so, klar, die Hierarchie hat sich vielleicht ein bisschen auch verändert innerhalb der Mannschaft, einige sind nachgerückt. Aber ganz ehrlich, wir haben schon auch Spieler, die diesen Aufgaben absolut gerecht werden. Also nach dem Bastian Schweinsteiger, der schon lange dabei ist, der Manuel Neuer ist ein Spieler, der wahnsinnig für die Mannschaft denkt, der für das Spiel denkt, für die Organisation denkt, der andere Spieler mitziehen kann. Der Thomas Müller ist ein Spieler. Mittlerweile auch der Jerome Boateng oder Mats Hummels oder auch mal ein Toni Kroos, der irgendwie auf seine Art und Weise ein Spiel auch mal an sich ziehen kann. Also da sehe ich jetzt keine Probleme, um da irgendwie einen herzuholen oder zu züchten, der jetzt hier auf dem Platz Tabula Rasa macht. Also das Gefühl hatte ich bei unserer Mannschaft nie. Wir haben ja mittlerweile auch bei der WM so ein bisschen eine andere Art von Führungsspielern gehabt. Und das Thema haben wir ja schon immer wieder mal auch diskutiert. Auch Miroslav Klose, Philipp Lahm und Per Mertesacker in ihrer Art und Weise, wie sie mit den anderen Spielern umgehen, haben einfach auch immer großen Einfluss gehabt. Und das hatten die Spieler, die jetzt so in die Führung sind, genauso. Also Manuel Neuer oder auch in Sami Khedira, der jetzt im Moment nicht da ist. Die haben schon wahnsinnig viel Einfluss auf dem Platz und neben dem Platz auf unsere jungen Spieler.
So, ich sehe keine weitere Frage. Es sei denn, es kommt noch eine Wortmeldung, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank, Joachim Löw. Heute Abschlusstraining, 18 Uhr, 17.30 Uhr, Abschlusstraining, 15 Minuten offen für Sie, 17.30 Uhr. Dann sehen wir uns da. Vielen Dank. Okay. Danke, Joachim Löw. Wir warten auf den Spieler, der wird in wenigen Augenblicken kommen, der Manuel Neuer. So, Pressekonferenz, zweiter Teil. Herzlich willkommen, Manuel Neuer. Der Bundestrainer hat jetzt eben einen sehr zuversichtlichen Eindruck gemacht bezüglich des Spiels auf morgen. Du warst jetzt am Donnerstag Kapitän. Wie sieht denn deine Vorgabe oder wie sind so deine Gedanken, wenn du an das Spiel an morgen denkst? Ist da noch der Frust? Ist der noch groß von Donnerstag oder sagst du, also alles jetzt erledigt, abgearbeitet, wir gehen da völlig voller Zuversicht und Sicherheit auch rein in das Spiel auf morgen? Also was macht dich sicher, dass wir morgen den letzten Schritt jetzt Richtung Frankreich tun? Ja, natürlich sind wir zuversichtlich und gehen natürlich nicht mit dem besten Gefühl ins Spiel, aber wissen, dass wir auch kein schlechtes Spiel jetzt gegen Irland gemacht haben und haben uns hoffentlich auch die Tore dann ein bisschen aufgehoben jetzt fürs Spiel dann gegen Georgien und wir wissen, was wir können, wir wissen, wie wir spielen können und wir wissen auch, dass wir Georgien schlagen. Was denkst du, wie wird Georgien gegen euch agieren? Ich denke, wenn man jetzt mal mit Irland vergleicht, gibt es schon den einen oder anderen Spieler bei Georgien, der, ich sag mal, mehr den Ball haben will, auch ein bisschen spielerisch vielleicht eher agiert. Das tut uns natürlich gut. Es ist so, dass wir dann vielleicht auch ein bisschen mehr Platz haben, gerade im letzten Drittel hoffentlich. Dann werden wir unsere Chance auch nutzen. Leipzig ist ein besonderer Fußballstandort, auch für dich, Manuel? Ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hier gespielt habe. Ich denke erstmal, dass das Positive für uns ist jetzt auch, dass wir jetzt hier in Leipzig spielen, ist, dass es um was geht. Dass Leipzig, glaube ich, jetzt auch lange darauf warten musste, dass es mal ein wichtiges Spiel auch hier für die Nationalmannschaft gibt, dass es hier auch dann in Leipzig stattfindet. Und ich denke, dass auch die Zuschauer darauf brennen werden, uns auch nach vorne zu schreien, damit wir wirklich das letzte Ticket dann auch ziehen werden für die Europameisterschaft. Und da freuen wir uns, dass wir jetzt hier sind. So, Ihre Fragen. Uli Köhler. Warte mal aufs Mikro noch, Uli. Du wärst auch einer als Führungsspieler. Ich will diese Führungsspielerdebatte jetzt da nicht aufmachen, weil wir wissen ja, dass die Hierarchie relativ breit ist. Aber wie kann man als Torwart zum Beispiel im Spiel in Irland überhaupt den Jungs sagen, schön spielen ist gut, aber jetzt bitte ein bisschen effektiver? Ja, gut. Ich denke, dass wir vielleicht im letzten Drittel ein bisschen Pech gehabt haben auch. Erstmal haben wir Pech gehabt mit der Verletzung von Mario Götze. Er ist gerade auch in solchen Spielen ein wichtiger Mann für uns, der bei ganz engen Raum auch trotzdem noch eine Idee hat und eine Lösung hat dafür, dass wir vielleicht auch zu einer Großchance dann kommen. Und das hat dann auch noch dann ein bisschen gefehlt, vielleicht in der Phase, wo er nicht mehr zur Verfügung stand. Und gut, wie soll ich da einwirken? Es ist so, dass wir uns selber gesagt haben, es ist oft so im Fußball, dass man dann auch geduldig sein muss und so weiterspielt, bis man halt vielleicht auch dann die ein oder andere Torschance dann verwertet. Aber es war leider nicht so gegen Irland. Wir haben uns selber geärgert und saßen dann nach dem Spiel in der Kabine und konnten es dann auch kaum glauben, weil wir schon die ein oder andere Tormöglichkeit dann hatten. Es war sehr ärgerlich und natürlich auch bitter dann mit dem Endresultat, dass Irland dann auch wirklich diesen Lucky Punch ausgenutzt hat. Jürgen, sehr lustig. Rudi,
Ich würde die Frage gerne nochmal vertiefen. Du sitzt ja jetzt auch im Mannschaftsrat, hast zuletzt ein paar Mal die Kapitänsbinde getragen und der Bundestrainer hat auch gerade gesagt, dass du auch einer bist, der die jüngeren Spieler oder anderen Spieler führt. Würdest du oder kannst du mal kurz beschreiben, wie sich deine Rolle innerhalb der Nationalmannschaft nach der WM vielleicht noch ein bisschen verändert hat? Ja, also ich weiß nicht, ob sie sich verändert hat. Dadurch, dass ich jetzt mal die Binde getragen habe oder auch mal nach der WM gegen Schottland die Binde getragen habe. Ich habe grundsätzlich als Torwart sowieso die Aufgabe, Verantwortung zu übernehmen. Und ich bin ein Spieler aufgrund meiner Position, dass ich auch sagen kann, wie das ganze Spielfeld aussieht und wie sich das aus meiner Sicht angefühlt hat, kann, glaube ich, jeder denken. Das war natürlich eine schwierige Situation für mich, wenn man die deutsche Mannschaft anrennen sieht und leider kein Tor dabei rauskommt. Aber es ist oft so. Ne? Irland ist auch natürlich eine Mannschaft, die es sehr clever gemacht hat. Und es war wirklich schwierig, dort zum Torerfolg zu kommen. Das ein oder andere Quäntchen Glück hat dann einfach auch gefehlt. Aber meine Rolle hat sich grundsätzlich nicht verändert, weil ich schon auch zuvor im Mannschaftsrat war und ich glaube, großer Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft bin. Und dadurch, dass ich jetzt mal die Binde getragen habe oder mit Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller zusammen, dass wir dort oft miteinander sprechen und auch wichtige Spieler der Nationalmannschaft sind, das ändert nicht mein Spiel oder meine Art und Weise, wie ich in der Mannschaft meine Funktion sehe. Boris Büchle. Und das Mikro nochmal, wo ist er? Das Mikro, ja. Im Hindernislauf. Du hast eben schon mal den Namen Götze eingeworfen. Wie erlebst du ihn gerade so in diesen Stunden im Hotel? Da war er zuletzt wieder richtig in Topform. Ja gut, erstmal ist man natürlich niedergeschlagen, aber ihm ist schon bewusst, was jetzt bevorsteht. Er ist Vollprofi und hat sich quasi jetzt auch schon einen Plan gemacht, wie er wieder zurückkommen will. Und er macht trotzdem einen sehr guten Eindruck und ist sich natürlich bewusst, was jetzt ihm einfach bevorsteht. Und es ist natürlich bitter für ihn selbst, weil er erstmal nach der letzten Länderspielphase sehr gut gespielt hat und jetzt auch wieder eigentlich gut zurückgekommen ist. Und da hat er schon eine kleinere Verletzung gehabt und jetzt hat es ihn nochmal dicker getroffen. Und mir tut es persönlich leid für ihn, aber ich weiß, dass er wieder stark und erfolgreich zurückkommen wird. Stefan Hermanns. Manuel, in Georgien ist Levan Kobiashvili vor einer Woche zum neuen Präsidenten des Fußballverbandes gewählt worden. Wenn man sieht, dass jemand, mit dem man selbst zusammengespielt hat, jetzt in so ein Amt gewählt wird, das normalerweise eher älteren Männern vorbehalten ist, denkt man dann auch schon mal selbst über die eigene sportliche Vergänglichkeit nach? Und in diesem Zusammenhang, welchen Eindruck haben Sie denn von den beiden jungen Herausforderern, die diesmal dabei sind? Ja gut, erstmal freut es mich natürlich für Kobi, dass er jetzt Präsident ist des georgischen Fußballverbands. Ist natürlich jetzt auch überraschend. Ich habe es jetzt noch nicht gehört. Ich höre es zum ersten Mal und für mich persönlich steht es jetzt nicht zur Debatte, irgendwie darüber nachzudenken, was nach meiner Karriere passiert. Aber es ist so, dass dieser Moment irgendwann kommen wird. Aber grundsätzlich stehe ich voll im Saft und werde in den nächsten Jahren alles geben, dass ich gesundheitlich fit bleibe und auch noch dem Fußball erhalten bleibe. Der Eindruck von den beiden jungen Torleuten ist sehr gut. Ich meine, Sie haben es ja schon selber mitbekommen, dass wir nicht sehr häufig jetzt trainiert haben vor dem Irland-Spiel. Und heute haben wir wieder ein Training im Stadion und ich denke, jeder kennt Marc-André Ter Stegen und Bernd Leno und wir wissen, dass es sehr gute deutsche Torleute sind und auf die Torleute in Deutschland kann man sich einfach verlassen. Jens Mende. Erste Reihe, ja. Manuel, nach dem Spiel war ja so ein bisschen auch im Mannschaftskreis so Unklarheit über die Konstellation in der Tabelle, die ja jetzt nicht ganz so einfach ist. Jetzt sagt ihr zwar, wollt natürlich gewinnen dieses Spiel, aber seid ihr jetzt mal eingewiesen worden oder habt selbst immer drauf geguckt, wie die Lage eigentlich in dieser Qualifikationstabelle ist? Ich glaube,
Jeder Spieler von uns weiß, wie die Situation ist. Jeder kennt die Lage, jeder kennt die Tabelle und jeder kann rechnen, hoffe ich. Aber was zählt, ist, dass wir alle wissen, dass wir gegen Georgien gewinnen wollen und gewinnen werden. Auf die andere Seite jetzt nochmal, Alexander Bleik ist hier vorne in der ersten Reihe. Herr Neuer, von Bayern München kennen Sie ja die Situation, hier Woche für Woche gegen Mannschaften zu spielen, die sehr, sehr defensiv gegen Sie agieren. Da führt das eigentlich immer zum Erfolg am Ende. Was kann die Nationalmannschaft eigentlich lernen im Vergleich zu den Spielen von den Bayern? Ja gut, es ist ja grundsätzlich jetzt, glaube ich, in der Qualifikationsrunde so gewesen, dass wir gegen defensive Mannschaften gespielt haben. Des Häufigeren der Fall gewesen, dass wir gegen solche Mannschaften spielen und wir haben oft unsere Erfahrungen da auch schon mitgemacht. Jetzt war es leider so, dass es einen negativen Ausgang gab im letzten Spiel. Aber wir haben hier eine andere Situation mit unseren Außenspielern vielleicht auch, dass wenn wir gegen eine 5er, 6er Reihe dann auch laufen, dass wir dort das eher spielerisch lösen und nicht Außenspieler haben, die jetzt 1-gegen-1-Situationen so oder 1-gegen-2-Situationen so rausspielen, dass sie bis zur Grundlinie kommen und vorbeikommen an ein, zwei Spielern. Das ist manchmal beim FC Bayern schon so, dass wir diese Spieler einfach haben, aber das liegt ja an den Fähigkeiten der Spieler. Und hier ist es so, dass wir oft Situationen haben, wo wir den Ball schnell laufen lassen und auch über Seitenwechsel dann agieren und dann die Möglichkeit haben, dann über Flanken von der Grundlinie eventuell zu Tormöglichkeiten zu kommen, und das ist der Unterschied. Dirk Adam. Ganz schön hier durch die Gegend. Ne? Manuel, alle sprechen über die fehlende Effizienz vorne in der Offensive. Wie sieht es hinten aus? In drei Spielen gab es jetzt 4 Gegentore. Hat die deutsche Mannschaft ein Abwehrproblem? Nein, das denke ich nicht. Es war so, dass wir eigentlich auch jetzt gegen Irland einen guten Job gemacht haben. Wir haben in einer Situation haben wir nicht funktioniert hinten in der Defensive und das wird halt auch gegen so eine Mannschaft bestraft, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir, wenn man sich auch die Tore anschaut von vorher, auch gegen Schottland, dann haben wir kein Problem hin. So, ich sehe jetzt keine weitere Wortmeldung. Dann kommt unser Nachwuchsreporter Justin zu seinem Herzenswunsch. Justin, bitte, du hast eine Frage an den Manu. Wie sind Sie überhaupt zum Fußball gekommen? Wie viel Zeit haben wir, Justin? Ja, ja, wie bin ich zum Fußball gekommen? Ja, als kleiner Junge habe ich schon immer gerne zu Hause mit diversen Bällen gespielt, nicht nur im Fußball, auch im Tennisball und alles, was rund war eigentlich. Und ja, ich war 4 Jahre alt und wollte unbedingt Fußball spielen und bin damals zu meinen Eltern auch gegangen und wollte für einen Verein spielen in Gelsenkirchen, und wenn du dort aufwächst, ist es so, dass du automatisch eigentlich Schalke-Fan bist, und meine Eltern haben das, glaube ich, nicht geglaubt, aber es war doch so, dass man mich dort anmelden konnte, und ja, ich bin dort hingefahren, wollte eigentlich Spieler werden, aber der Trainer hatte keinen Torwart in den jungen Jahren mit 4 Jahren, und er hat mich einfach ins Tor gestellt und dort bin ich nicht mehr rausgekommen. Alles erklärt, Justin? Ja. Okay, super, prima. Das gilt hoffentlich auch für Sie. Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Tag hier in Leipzig. Ein Hinweis noch über das Spiel hinaus. Am Montag um 11 Uhr auf dem Trainingsgelände von Red Bull findet eine Pressekonferenz statt mit dem Hansi Flick. Da geht es um Spielanalyse, also eine wichtige Teildisziplin, vielleicht für den einen oder anderen, der da noch länger bleiben mag. Mag es sehr interessant sein, Hansi Flick zum Thema Spielanalyse, sind herzlich eingeladen. Und dann eben nochmal der Hinweis, 17.30 Uhr, jetzt weiß ich's, Abschlusstraining heute, 15 Minuten offen für Medien. Vielen Dank, bis später. Tschüss.